Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Schach. Und ich habe noch keine Pause gemacht, weil mich der Ehrgeiz einfach packt, hier jetzt richtig zu rechnen. Und ich in der letzten Partie einfach richtig lässig gespielt habe. Habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Okay, wir wollen die 1600 knacken vor der Pause. Wenn wir einen Gegner bekommen. Und wir kriegen Sportmann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, der hat wahrscheinlich erst eine Partie gemacht. Weil er noch ein Fragezeichen dahinter hat. Oh, er hat das Spiel verlassen. Na super. Das ist doch schon mal ein sehr guter Start für diesen Part. Wir warten auf einen Gegner. Der wird zerstört. ANL. Schon wieder D4. Oh, er spielt total langweilig. Was spielt er denn? Stonewall mit Weiß. Mal sehen, ob er mit C4 spielt. Vielleicht spielt er auch mit H3 und G4. Ich denke mal, er spielt jetzt Läufer D3. Könnte er sogar, wenn ich rausnehme, mit dem Bauern nehmen. Oder er spielt richtig Stonewall mit C3. Also mein nächster Zug ist wahrscheinlich C5. Und Entwicklung. Könnten Springer nach E4 stellen. Ich möchte halt noch keinen Zug mit meinem Läufer machen, weil ich dann Tempo mit dem, sagen wir mal, Läufer E7, dann nimmt er auf C5 vielleicht raus, obwohl das gar nicht so gut ist. Weil E3 dann so schwach ist. Vielleicht muss er erst König H1 spielen. Um aus diesen ganzen Geschichten rauszugehen. Oder er spielt jetzt Springer D2. Versucht E4 zu spielen. Ich möchte den Läufer noch ein bisschen behalten. Wie gesagt, ein bisschen. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich einen Plan mit F6 E5 spielen will oder mit C4 A6 B5 B4 spielen will. Ich könnte auch gegen Stonewallen mit F5, weil ich keinen weißen Läufer mehr habe. Das wird mir jetzt sogar am besten gefallen, jetzt nach Läufer D3. F6 E5 passt nicht so ganz rein, weil ich kein Läuferpaar mehr habe. Er hat das Läuferpaar, er müsste die Stellung öffnen. Ich finde F5 ganz gut. Ich kann dann immer noch vielleicht mit C4, A6, B5 und sowas spielen. Die gegen Stonewall. Hier. Ich nehme den raus. Wahrscheinlich F schlägt. So, CD, ED, wahrscheinlich. Das möchte ich nicht. Ich könnte C4 spielen, Läufer schlägt. F schlägt. Das mache ich auch. Ich stelle jetzt alle Bauern einfach auf Weiß. Ach so, ja gut. Alle auf Weiß stellen. Außer den A-Bauern. Und jetzt am Damenflügel spielen. Ich könnte auch mit Läufer G5 spielen. Dame E2, damit der Läufer E1 spielen kann.
Läufer H6, Läufer E1, Dame G5. Das gefällt mir irgendwie. Den Läufer nach H6 zu stellen. Was macht der Turm da auf H3? Der Dammflügel läuft mir nicht weg. Ich kann erstmal ein bisschen am Königsflügel rum ärgern. Aber meine Dame macht auch nicht viel auf G5. B4 habe ich immer. Turm F7 könnte noch eine Verbesserung sein. Dame G4, um die Damen zu tauschen. Aber dann ruiniert er meine ganze Bauernstruktur, wenn er rausnimmt und dann auf E4 nimmt. Auf Läufer E4 habe ich schlicht H3. Das ist interessant, Dame G4. Dame G4, Dame G4, FG4. Turm H4, Läufer G5, Turm H5, G6. Läufer E4 schlägt H5. Ich sehe nichts, was dagegen sprechen sollte. So einfach. Wahrscheinlich ist es so einfach. König H1 gefällt mir jetzt ein bisschen mehr. Wie setze ich fort hier? Gar nicht so einfach. Wahrscheinlich muss ich irgendwie am Damenflügel was machen. Es geht nicht anders. G4 will er spielen. Ich kann erstmal meinen Turm nach F8 stellen. Jetzt ist wieder wichtig, schnelle Züge zu machen. Gerade gesagt, schon hänge ich wieder hier. Planlos. Planlos. Einfach mal F4 spielen. Auch wenn er meine Bauernstruktur ruiniert.
Habe ich zumindest noch einen Freibauern und Turm F2 kann ich spielen am Ende. Jetzt ruiniert er nicht mal meine Bauernstruktur. Jetzt kann ich mit dem Turm nehmen. Das gefällt mir aber auch. Ah. Oh, shit. Ich dachte, wäre noch nicht dreimal. Ah, Kacke. Shit. Shit. Ach, bis wir bei 2,5 sind, dauert es ein bisschen länger. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja auch ein Let's Play zu 2500. Irgendwann habe ich das Schnellziehen drauf. Und dann geht's ganz schnell nach oben. Er hat auch nur eine Ungenauigkeit gehabt. Sehr strange. Was war ja fast ein perfektes Spiel hier bei uns. Ja, war klar, dass ich hier besser stehe, nur halt. Nochmal zurück zum Mittelspiel. Hier kann ich jetzt halt entweder direkt C4 A6 und so spielen. Oder ich könnte auch einen Plan spielen mit rausnehmen. F6 und E5. Ich kann auch direkt F6 und E5 spielen. Oder halt wie in der Partie mit F5 und dann hier schließen und am Damenflügel. Okay, dann waren wir hier. Warum ist das nicht gegangen nach Läufer F4, Läufer E4. Ach ja, Bauer schlecht, Läufer schlecht. Dachte, hier komme ich jetzt rein. Wahrscheinlich hat er. Mach ich mal ein perfektes Spiel und dann wird's unentschieden. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Ich muss den mal eben kurz checken. Oh, er spielt schon wieder eine. Was spricht hier gegen Turm G3? Turm D3? Ja, den wollte ich dann noch spielen, aber dann war es schon Stellungswiederholung. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.